Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es schon hinter mir. Heute machen wir weiter mit dem Thema Point und Figure. Das heißt, wir werden also jetzt heute mal uns die Charts noch ein bisschen näher anschauen, werden ein bisschen reingehen und ich werde euch etwas erklären über die sogenannte Umkehr. Das heißt, wann wechselt man denn von einer X in eine O-Spalte und umgekehrt? Und genau darum und wie das ausschaut, geht es jetzt im Video. Also, im letzten Video, ich wiederhole mal ganz kurz, haben wir schon geklärt, Point- und Figure-Charts haben keine Zeiteinheit. Das heißt, es wird nicht für jede Zeiteinheit, die vergeht, etwas im Chart abgetragen, sondern immer nur dann, wenn es eine relevante Bewegung gegeben hat. Was ist eine relevante Bewegung? Die ist im Vorfeld festgelegt. Also die kann zum Beispiel sein, einen Dollar, die könnte 1% sein, 0,5%. Es gibt dann gerade, wenn man mit absoluten Zahlen arbeitet, gibt es dann oftmals Umbrüche, dass man zum Beispiel sagt, bis 100 Dollar nimmt man einen Dollar, ab 100 Dollar nimmt man dann 2 Dollar. Da gibt es auch Vor- und Nachteile, aber darum soll es uns jetzt an der Stelle nicht gehen. Wichtig ist, dass wir einfach kennen, wann wechselt man denn von der einen in die andere Spalte. Und das will ich euch jetzt zeigen. So, und zwar, ich habe mal hier ein paar X'e aufgezeichnet. Also so könnte so ein Chart aussehen, der ganz neu gestartet ist. Und da seht ihr hier, das ist 50, also der Wert 50 von mir aus in einer Aktie. Und ihr seht jetzt hier, könnt ihr zählen, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Das heißt, der Preis muss irgendwo im Bereich um 56 stehen. Kann ein bisschen drüber sein, ein bisschen drunter. Wichtig ist aber, es hat, nachdem dieses letzte X eingezeichnet wurde, keine Bewegung gegeben, die größer als einen Dollar auf der Oberseite war. Wann fängt man jetzt aber an, das Ganze umzukehren? Und zwar fängt man das an umzukehren bei einer sogenannten 3-Punkte-Umkehr. So, das bedeutet also, wir sagen, erst wenn sich der Preis mindestens 3 Dollar von unserem zuletzt eingezeichneten Preis, wir gehen ja von der glatten Summe, also in dem Fall jetzt hier 56 aus, erst wenn sich der Preis mindestens 3 Dollar davon nach unten bewegt hat, dann zeichnen wir das ein. Vorher ignorieren wir das Ganze. Also, soll heißen, wenn der Preis jetzt hier auf 55 fallen würde, würden wir sagen, interessiert uns nicht. 54 interessiert uns auch nicht. Aber wenn er jetzt auf 53 fällt, dann interessiert uns das Ganze. Das heißt, dann würden wir das eintragen und dann würden wir hier in eine O-Spalte wechseln und würden 3 O's eintragen. Na, so, und dann wüssten wir, okay, jetzt ist der Preis, also hier 55, 54, 53, der muss jetzt irgendwo im Bereich um 53 sein. Alles, was dazwischen passiert, ne, wenn es weniger war, schreiben wir gar nicht erst auf. Auch hier nochmal kurz, wenn das jetzt noch verwirrend ist, ihr werdet bald erkennen, wie sinnvoll das Ganze ist und warum, wie man das nutzen kann. Denn überlegen wir einfach, also der Preis ist jetzt, wir machen es mal hier unten, angenommen jetzt bei 53,20. Okay, das heißt, wir haben bis 53 eingetragen. Also der war auf 53 gefallen, jetzt ist er wieder bei 53,20. Am nächsten Tag ist er wieder irgendwo und jetzt fällt er von mir aus auf 52. Okay, so, er könnte übrigens auch auf 51,90 fallen, nur die runden Zahlen zählen. Also würden wir hier bei 52 wieder ein O eintragen. So, und jetzt kommt das Tolle, wann tragen wir wieder in eine X-Spalte ein? Genauso, wenn der Punkt wieder, oder wenn der Preis wieder mindestens 3 Punkte nach oben geht. Das heißt also, wenn er mindestens hier von dieser 52 wieder mindestens auf 55 geht, weil das X wird jetzt nicht hier eingezeichnet, sondern immer eins darüber. Heißt also 1, 2, 3. Das wären jetzt wieder unsere X'e. So, das heißt, wir wüssten, der Preis ist jetzt irgendwie wieder bei 55. Und jetzt kommt schon mal eine tolle Sache, denn angenommen, der Preis geht jetzt wieder hoch auf die 56, dann hätten wir das. Und jetzt seht ihr hier, da haben wir doch hier oben einen Punkt. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Bewegung auf 57 käme, dann wäre dies ein klassisches Point- und Figure-Kaufsignal. Ne? Werden wir noch ein bisschen besprechen.
Aber dann wäre das ein klassisches Point-and-Figure-Kaufsignal. Das heißt also, wenn eine X-Spalte die vorherige übersteigt, haben wir ein neues Kaufsignal. Unterschreitet eine O-Spalte eine vorherige O-Spalte, dann hätten wir ein Verkaufssignal. Das heißt, ein Verkaufssignal, wie könnte das wieder auftreten? Indem das hier passiert. Preis geht nach unten, geht nach unten, geht nach unten. Jetzt hätten wir hier ein Verkaufssignal. So, und das können wir sehr, sehr gut nutzen, auch bei diesen Charts, auf die es uns ja dann später ankommt, bei diesen Bullish Percent Charts. Okay, das ist sehr, sehr wichtig, weil mit Hilfe dieser Charts können wir Preisberechnungen machen, wir können Zielpreisberechnungen machen und wir haben eben, und das ist immer so wichtig an der Börse, wir sind frei von Interpretationen. Wenn du jetzt sagst, der Preis ist irgendwo hier, ist das jetzt schon ein Kaufsignal oder nicht? Nein, ist es nicht. Bei Point and Figure muss das nächste X oben drüber sein, sonst gibt es kein Kaufsignal. Oder das O muss unten drunter sein vor der nächsten Spalte, vor der vorherigen Spalte, sonst gibt es kein Verkaufsignal. Ne? Ich kann euch an dieser Stelle nur auch nochmal neben den Videos hier eins empfehlen. Kauft euch dieses Buch. Ne? Ich mache euch den Link nochmal drunter. Das ist wirklich ein tolles, tolles Buch. Gerade so als Begleitung zu dem, was wir hier machen, ist es echt klasse. Wie gesagt, es ist ein paar Jahre alt, aber es ist richtig, richtig gut. Ich habe hier sogar, ich sehe das noch, ganz, ganz viele Markierungen reingemacht. Ich habe ja Sachen dazu geschrieben, also richtig klasse. Ich habe es im Vorfeld auch nochmal gelesen wieder. Soll man ja immer mal wieder machen und das ist also recht gut. Was nehmen wir heute aus dem Video mit? Wir nehmen mit, es gibt eine 3-Punkte-Umkehr, nur wenn der Preis mindestens 3 Punkte, die wir vorher definiert haben, also zum Beispiel ein Punkt ist jetzt 1 Dollar, nur wenn er mindestens 3 Punkte umkehrt, wechseln wir von einer X in eine O-Spalte. Okay? Demnächst geht es weiter hier mit den Point-and-Figure-Charts. Ich sammle jetzt auch mal schon ein bisschen eure Fragen, Meinungen, Anregungen und dann machen wir hier weiter an dieser Stelle. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder hier auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.